Stadt Freiberg. Heute habe ich eines der seltenen Gelegenheiten, gegen in Richtung eines kleinen Obolus ein paar Innenaufnahmen vom Dom zu Freiberg zu präsentieren. Ich bin erst mitten in der Führung hinzugekommen, nachdem ich noch Vorbereitungen für die Blue Oyster zu erledigen hatte. Und daher entzieht sich meiner Kenntnis, wann dieses wunderbare Gotteshaus gebaut wurde. Aber so wie auch in Pillnitz möchte ich in erster Linie mal die Bilder für sich sprechen lassen und wünsche euch viel Spaß bei diesem wunderbaren Gottesbau. Und hier seht ihr insgesamt zwei Kanzeln. Die Kanzel zu eurer Linken ist die Sonntagskanzel, die zur Rechten die Festtagskanzel. Ich werde mich jetzt ein bisschen nähern, weil ich ein wenig diese wunderbaren, fein gearbeiteten Details zu zeigen. Ich möchte euch schließlich nichts vorenthalten. Um diese wunderschöne Kanzel herum. Ich hoffe, dass ich das Bild nicht zu sehr verwackle. Es ist kaum zu glauben, dass diese Kanzel auch heute noch von Geistlichen benutzt wird. Wenn man bedenkt, wie luftig, fein, filigran und scheinbar zerbrechlich gearbeitet ist. Freiburg wurde offensichtlich vorzugsweise durch den Bergbau wie auch dem Handel geprägt. In wenigen Minuten werden wir Mittag essen, und zwar im Gasthof Pfeffersack, der sich gleich direkt neben dem Dom befindet. Danach werden wir unsere Fahrt auf Richtung Erding fortsetzen. Ich weiß, das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt von den neuen Bundesländern, von ein paar wenigen Orten. Aber es soll auch eine Anregung für euch sein, mal selber dorthin zu fahren, das alles anzuschauen, zu bewundern. Die wunderbare geschwungene Landschaft, die teilweise an die Toskana, manchmal sogar an Südfrankreich erinnert. Die gesamten östlichen Bundesländer sind unglaublich reich an kulturellen Gütern und Geschichte. Soweit ich mein Fazit für mich so ziehen kann, so bin ich der Überzeugung, dass die neuen Bundesländer überaus hervorragend aufgestellt sind.
Nach einer doch recht langen Durststrecke scheinen Sie jetzt die größten Tiefen überwunden zu haben. Und ich denke auch, dass, mal gesehen am Beispiel Dresden, die neuen Bundesländer auf einem hervorragenden Weg in Richtung Zukunft sind. Gestern bin ich unerfreulicherweise auch noch Zeuge einer, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, von einer Kundgebungsparty namens Pegida geworden. Nach Auskunft von Einheimischen sind die Besucherzahlen daraufhin angeblich auf um 50.000 Menschen zurückgegangen. Es wird wohl sehr viel von der Presse aufgebaut. Und hier auch mein Appell an sämtliche Medien: berichtet über Pegida, aber berichtet bitte objektiv, baut es nicht zu sehr auf, denn auf diese Weise bleiben nur die Besucherzahlen aus und ihr spielt Pegida damit freudigerweise in deren Hände. Die Anzahl der Pegida-Anhänger, die ich dort gesehen habe, betrug gerade mal etwa 4 Busladungen, heißt also gerade mal so um die 200 Teilnehmer. Sie sind sehr laut, sie sind sehr bunt, aber gemessen an der Gesamteinwohnerzahl Dresdens ist diese Bewegung nun wirklich nicht mehr unbedingt nennenswert, sondern gehört eher noch einer langsam, aber sicher aussterbenden Spezies an. Aber wie dem auch sei, selber dahin reisen, ob jetzt Dresden, Freiberg, Zwickau, Leipzig und noch viele, viele andere überaus interessante Orte, Städte, Dörfer, Märkte. Ihr werdet auf jeden Fall für euer Bemühen, in die neuen Bundesländer zu reisen, sie zu besuchen, reichlich belohnt. Auch die sächsische Küche ist hier übrigens sehr hervorragend und mit der bayerischen durchaus sehr, sehr ähnlich. Sie ist ebenfalls üppig, sie ist herzhaft und sie ist einfach sakrisch gut. Also dann wünsche ich euch Spaß über die nächsten Folgen, die nächsten Fahrten. Mal sehen, mit welcher Maschine wir dann unterwegs sein werden. Mit ein bisschen Glück vielleicht mit unserem Doppeldecker, der LC Empress of the Lands. So möchte ich mich jetzt hier aus dem Dom zu Freiberg verabschieden mit einem wunderschönen abschließenden Bild der großen Kirchenorgel im Dom zu Freiberg.